Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin hier in der Werkstatt bei Deutz und ich suche den Christoph. Ich glaube, da ist er auch schon. Ich bin André. Hi, grüß dich. Hallo André. Was machst du denn bei Deutz? Ich befasse mich unter anderem mit Prototypeinbauten. Der Thomas, der hatte mich hingewiesen, dass ihr momentan so ein bisschen eine Herausforderung habt mit dem Elektromotor. Das ist dadurch begründet, dass der Elektromotor noch nicht verfügbar ist. Was heißt noch nicht verfügbar? Es werden ja Untersuchungen mit dem Elektromotor am Prüfstand gemacht. Ja. Die Abstimmung, Kalibrierung der Software und so weiter erfolgt am Prüfstand. Und parallel dazu bauen wir diesen Demonstrator auf, der dann irgendwann auch mit elektrischem Antrieb fahren soll. Dieses ist ja die Hybridlösung, die Deutz verfolgt. Aber davon mal abgesehen, Christoph, was ist denn für dich jetzt die Herausforderung, wenn du jetzt hier dran arbeiten musst, ohne dass der E-Antrieb da schon verbaut ist? Ja, mein Problem ist, dass in dem Bereich, wo die E-Maschine eingebaut wird, diverse Kühlmittelleitungen, Kraftstoffleitungen und auch elektrische Anschlussleitungen verlegt werden müssen. Der Kühlkreis. Das für der Ladeluftkühler ist hier, ne? Genau. Ja. Das ist der Ladeluftkühler oben, unten ist der Kühlwasserkühler. Und ohne eine Hardware-Umgebung in diesem Einbau zu haben, ist es schwierig, den Raum so zu treffen, dass bei der Montage der E-Maschine im Nachhinein keine Kollision mit den neu zu erstellenden Leitungen erfolgt. Das heißt also, ist jetzt nicht so, dass du sagst, ach, ich freue mich, schön Platz zum Arbeiten, sondern eigentlich. Also wahrscheinlich, wenn jetzt die E-Maschine schon da wäre, würdest du die Leitung versuchen zu legen, dann anzupassen, gucken, ob es passt. Ja. Wenn die Leitungen müssen ja teilweise auch angeschlossen werden an die E-Maschine, also nicht nur verlegt werden, oder? Das ist mit eins der Probleme, die ich habe. Die Leitungen werden teilweise an der E-Maschine gehalten, müssen natürlich auch angeschlossen werden. Und diese Arbeiten zu realisieren, ohne eine Hardware-Umgebung in der Einbauumgebung zu haben, ist tough job. Aber Christoph, in dem Sinne will ich dich auch jetzt gar nicht mehr lange aufhalten. Ich fand es auf jeden Fall mal wieder sehr interessant, hier reinzuschauen. Und ich komme wieder, wenn das Ding läuft. Ne? Okay. Tschüss. Tschüss, André. Ja, ich bin jetzt hier im Prüfstandsbereich bei Deutz. Und hier wird der E-Motor jetzt mal auf Herz und Nieren getestet. Und der Thomas möchte mir das jetzt mal zeigen. Thomas, ich will dich ungern stören. Du bist hey. Ja vertieft hier gerade. Ja, klar. Die Arbeit. Er sieht sehr interessant aus, vor allen Dingen sehr speziell, sehr viele Daten. Seid ihr hier schon am Testen dran jetzt? Ja, genau. Wir sind gerade am Aufbauen den Hybridmotor, damit wir das Gesamtsystem erstmal in sich abstimmen können. Hinter der Kühlschranktür da vorne? Hinter dieser Kühlschranktür. Lass uns mal reingehen. Ja, komm, wir gehen mal gucken. So. Hier ist die gute Stube. Hier ist die gute Stube. Und da ist jetzt schon alles aufgebaut. Ich erkenne den Verbrenner, E-Maschine und da habt ihr Wirbelstrombremse. Genau. Das heißt, der Kollege muss jetzt richtig arbeiten. Der muss jetzt richtig arbeiten und hier stimmen wir jetzt auch das Gesamtsystem ab. Ja? Autark aus der Batterie heraus, über die Leistungselektronik und natürlich in Kombination mit dem E-Motor. Wie lange seid ihr jetzt hier beschäftigt auf dem Prüfstand? Also wir haben diverse Kundenzyklen, die wir fahren. Wir haben aber auch spezifizierte Normzyklen. Und das ist schon eine Phase jetzt über mehrere Tage und Wochen, wo man dann das System nochmal abstimmt. Wochen? Ja, schon in Summe. Es ist natürlich auch jetzt für uns ein neues System, was wir kennenlernen. Und das müssen wir auch erstmal in Betrieb nehmen. Das heißt, ihr habt jetzt auch keine externe Stromversorgung an den E-Motor dran, sondern das läuft wirklich wie im Realbetrieb. Akku, Rekuperation oder Laden über den Verbrenner? Ja. Weil ich sehe jetzt hier keine externe Verkabelung oder so. Nee, das läuft an der Stelle völlig autark. Wir nutzen die Batterie zum Boosten, aber auch genauso schon Regenerationszyklen, um eben dann auch die Batterie wieder zu laden. Und das Ganze kannst du dir eben auch hier anschauen. Wir haben hier noch eine App entwickelt über eine Drahtbusverbindung, was auch später im Fahrzeug mit eingebaut wird, wo man eben die Energieflüsse sehr gut erkennen kann. So. Ist das jetzt schon live? Also hat er jetzt schon Connect zu dem System hier? Ja, er hat auch Connection schon, aber hier in dem Moment ist es noch Demo und das kann man dann sehen. Darf ich mal? Was siehst du hier? Also okay, Verbrenner, 40 kW genau. In das Flanschgetriebe. Richtig. Flanschgetriebe gibt dann 35 kW raus, weil richtig. Generator lädt mit 5 kW in den Akku rein. Genau. Habe ich das richtig? Ja, vollkommen richtig. Okay.
cool. Genau, und wir sind sehr, sehr froh, dass wir jetzt in der Kürze der Zeit nochmal die ersten Prototypenteile hatten und jetzt auch schon das komplette System auf dem Prüfstand haben. Denn das sind doch immer die größten Herausforderungen am Ende des Tages. Ja? Das komplette System zum Laufen zu bringen und dann der nächste Schritt in die Maschine, das wird auch nochmal ich glaube, am Ende des Tages die größte Herausforderung ist, dass das läuft. Ne? Genau. In der Maschine. In der Maschine. Ja, Leute, habt ihr gesehen, es gibt noch einiges an Problemen oder nennen wir das mal Herausforderungen. Und ob das dann so läuft, wie es laufen soll, das schaue ich mir dann beim nächsten Besuch an. In diesem Sinne, bleibt mir treu, bleibt dran und bis dann.